Tja, Leute, aktuell sind wohl alle ziemlich gearscht, die nicht so wie ich ein Pentium 1 von Intel hier eignen. Denn alle modernen CPUs bieten eine oder gar mehrere Sicherheitslücken und sind demnach wohl absolut nutzlos. Und ob das alles nun wirklich so extrem ist, wie es aktuell viele glauben, erfahrt ihr nach dem Intro. Also, bis gleich! Hallo und willkommen zu einem neuen Video eures Lieblings-Montys. Leute, was ist denn aktuell im Internet los? Die Meldungen überschlagen sich ja förmlich. Aber was Internet? Überall gibt's wilde und spekulative Schlagzeilen. Selbst in der Tageszeitung darf sowas aktuell nicht fehlen. Und wenn jemand, der von Computern so viel versteht wie ich, von Damenschuhen das liest, der bekommt es logischerweise dann auch mit der Angst zu tun. Aber ist das denn jetzt alles auch begründet und was ist denn jetzt überhaupt alles passiert? Und vorab, wenn ich jetzt wirklich auf jede Kleinigkeit eingehen sollte, dann würde das Video sicherlich knapp über eine Stunde lang werden. Daher sind jetzt alle Infos hier stark komprimiert und auch vereinfacht, damit auch Onkel Karl in seinem Schaukelstuhl alles nachvollziehen kann. Also, ein paar findige voneinander unabhängige Institute, unter anderem aus Graz, haben vor einigen Wochen eine nicht unerhebliche Sicherheitslücke in Intel-Prozessoren gefunden. Diese Lücke hat mittlerweile sogar einen eigenen Namen und sogar ein Logo bekommen und heißt schlicht Meltdown. Klingt gefährlich und ist es eigentlich auch. Meltdown, so viel ist mittlerweile relativ klar, ist ein reines Intel-Problem bei CPUs ab 1995. Ausnahmen sind Itanium und Atom-CPUs, die vor 2013 produziert wurden. Also der kleine hier nicht, den kann ich noch benutzen. Und es wird offiziell sogar als Bug bezeichnet. Ich würde es aber eher als Designfehler einstufen. Die CPUs sind also nicht fehlerhaft, sondern bieten nur die Möglichkeit, diesen Designfehler böse auszunutzen. Und was ist Meltdown denn nun überhaupt? Durch Meltdown kann es möglich sein, Daten aus dem Speicher auszulesen. Und ich habe die offizielle Erklärung der Seite meltdownattack.com mal durch den Google-Übersetzer gejagt. Meltdown bricht die grundlegendste Isolierung zwischen Benutzeranwendung und dem Betriebssystem. Dieser Angriff ermöglicht es einem Programm, auf den Speicher und damit auf die Geheimnisse anderer Programme des Betriebssystems zuzugreifen. Und das erklärt das Problem eigentlich recht gut, wie ich finde. Es geht hier also nicht um böswillige Eingriffe ins System, sondern ausschließlich ums Auslesen von Informationen. Und wie schon gesagt, betrifft das erstmal nur Intel-CPUs. Nun gibt es aber noch zwei weitere Probleme, die zusammengefasst unter dem Namen Spectre zu finden sind. Und hiervon sind wohl nicht nur Intel, sondern auch AMD und sogar ARM-CPUs betroffen. Aber Spectre ist wohl deutlich schwerer auszunutzen, aber ebenso schwer auch zu unterbinden. Hier wird dann ausgenutzt, dass CPUs vorausschauend Prozesse berechnen. Dies nennt man dann auch Speculative Execution und wurde wohl allgemein schlicht nicht allzu gut designt, dass auch hier möglich ist, Speicherbereiche auszulesen. Im schlimmsten Fall können dies dann Passwörter und Nutzerdaten sein. Das einmal in sehr vereinfachter in kurzer Form. Wer genaueres dazu nachlesen will, kann meinen Link unten in der Videobeschreibung nutzen. Ist das Ganze denn jetzt eigentlich besonders schlimm? Ich sage mal, jein. Der Anwender eines Privatrechners zu Hause muss sich wohl eher weniger Sorgen machen und kann ruhigen Gewissens weiterhin auch Intel-CPUs kaufen. Problematisch ist das Ganze eher indirekt für Privatleute, denn betroffen können hier hauptsächlich die großen Cloud-Dienste wie zum Beispiel Amazon und Google sein. Und da diese Dienste auch viele meiner Zuschauer nutzen, sind am Ende dann ja doch irgendwie indirekt deren Daten auch in Gefahr. Daher bin ich auch weiterhin ein ganz großer Gegner der Cloud, denn auch dort sind eure Daten nie 100% sicher. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was kann man denn nun gegen Meltdown und Spectre überhaupt machen? Da Meltdown ursprünglich auf Linux entdeckt wurde, gibt es hier schon einen sogenannten PTI-Fix. Dies wurde wohl auch schon in jüngsten Insider-Previews von Windows integriert, steht uns also auch bald zur Verfügung. Problem dieser Methode ist leider, dass eine wichtige Schnittstelle für die Performance gekappt wird und je nach Nutzung von Systemaufrufen, auch syscall genannt, kann dies mehr oder weniger Performance einschränken. Fakt ist also, dass Intel-CPUs nach dem Fix durchschnittlich etwas langsamer arbeiten werden. Und ja, im Netz sind teils Zahlen von 30-50% Performance-Rückgang zu lesen. Hier sollte aber klar sein, dass es sich hier um Worst-Case-Szenarien handelt, die rein gar nichts mit der Praxis zu tun haben. Lediglich Anwendungen, die sehr, sehr hohe RAM-Zugriffsraten haben, dürften hier minimal langsamer laufen. Diverse Experten haben schon erste Benchmarks mit dem Insider-Preview durchgeführt und konnten nur minimale Unterschiede feststellen. Und beim wichtigsten überhaupt, nämlich den Spielen, sollten die Sorgenfalten auch nicht allzu tief sein.
Ja, auch hier gibt es Unterschiede. Dies ist aber je nach API recht unterschiedlich. Eigentlich wissen wir doch alle wieder, wann und wo die Unterschiede zu sehen sein werden. Nämlich in stark CPU-abhängigen Titeln und Einstellungen. Soll heißen, in niedrigen Auflösungen mit hohen Bildraten sind tatsächlich mal 2-3% weniger Frames möglich. Je mehr aber die GPU gefordert wird, desto unrelevanter ist das natürlich. Und die größten Unterschiede gibt's mit DirectX 12 in meinem ach so beliebten Star Wars Battlefront 2. Hier sackt die Leistung in Full HD dann auch mal bis zu 5% ein. Natürlich ist das nicht schön, aber das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Noch dazu wird das mit der Zeit sicherlich noch optimiert werden. Den bisher größten praxisnahen Leistungsunterschied konnten die Kollegen von Computerbase reproduzieren. Nämlich mit einer Samsung 960 Pro SSD im Crystal Disk Mark. Bis zu 7% Leistungseinbuße sind hier möglich. Ja, eigentlich auch logisch bei so vielen Syscall-Zugriffen. Auch das sehe ich aber eher locker, da ein SSD von diesem Schlage so vernichtend schnell ist, dass man die 7% eh nicht merken wird. Noch dazu bemerkt man ja auch kaum Unterschiede zwischen einer normalen SATA-SSD und der bis zu 7-mal schnelleren Samsung im Alltagsbetrieb. Trotzdem, Performance-Einbrüche sind aber da. Ach, fast hätte ich ja die Vitamin-Freaks unter meinen Zuschauern vergessen. Natürlich besteht das Problem auch bei Apple-Rechnern. Aber auch hier wurden wohl schon erste Patches veröffentlicht und weitere werden folgen. Also sollten alle Linux, Windows und macOS-User den Blutdruck wieder etwas senken können. Soviel zur Intel und Meltdown, aber was ist denn jetzt mit Spectre? Und hier sieht es eigentlich ziemlich böse aus, denn das kann man nicht mal eben so patchen oder per BIOS-Update beheben. Spectre ist eigentlich nur hardware-seitig zu entfernen und bedarf daher ja ganz einfach neue CPUs. Hier muss am Ende also jede Software selbst optimiert werden. Wie weit das passieren wird, ist natürlich noch nicht vorherzusehen. Soviel erstmal zu den Fakten. Da das Thema in den letzten Tagen aber Wellen von der Größe eines Threadrippers geschlagen hat, haben sich natürlich auch einige Hersteller zu Wort gemeldet. Aber wie üblich natürlich mit ziemlich vagen und wässrigen Aussagen. Hier mal die Google-übersetzte Stellungnahme von Intel, die ich jetzt aber nicht vorlesen werde. Wer sie lesen will, drückt ganz einfach auf Pause oder nutzt den Link unten in der Videobeschreibung. Jedenfalls gibt Intel zwischen den Zeilen zwar einen Fehler zu, schiebt das Ganze aber auch an andere CPU-Hersteller weiter und ignoriert komplett, dass von Meltdown nur Intel-CPUs betroffen sind. Und was heißt das jetzt für uns Gamer? Ruhe bewahren und genauso weitermachen wie bisher. Niemand muss Angst haben und hat mit etwas Pech vielleicht 2-3 Bilder die Sekunde weniger in seinem Spiel. Die Benchmark-Junkies wird das natürlich nicht freuen, aber hey, damit müssen alle leben und nicht nur der Einzelne. An sich sind halt nur die großen Cloud-Anbieter mit ihren Rechenzentren und natürlich deren Kunden die Leidtragenden. Aber es sollte auch klar sein, dass diese natürlich alles unternehmen werden, damit diese Sicherheitslücken nicht ausgenutzt werden. Und meine abschließende Meinung zum Thema: Das Thema wird meiner Meinung nach gerade ein wenig zu heiß gekocht und erreicht dem Netz gerade Dimensionen, bei denen es kein Wunder ist, dass nahezu jeder Angst bekommt und keine Intel-CPUs mehr kaufen will. Also nochmal, bleibt ruhig, kauft Intel-CPUs, genauso wie AMD-CPUs. Wir können zurzeit an der Situation nämlich gar nichts ändern und können nur abwarten und weiterzocken. Und nach all diesen schlechten Nachrichten kommen wir doch mal wieder zum Kommentar des Tages. Und nachdem ich schon den Namen des heutigen Kommentierers las, hatte ich überhaupt kein gutes Gefühl. Es war nämlich mein bzw. dein Nachbar. Warum heißt es Kommentar des Tages? Der kommt doch nicht jeden Tag. Das ist doch mal wieder ein richtig schöner Klugscheißer-Kommentar. Könnte nämlich tatsächlich von meinem Nachbarn kommen. Am sinnvollsten wäre es ja gewesen, wenn du mal direkt einen anderen Namensvorschlag gleich mitgeliefert hättest. Wie soll ich ihn denn jetzt nennen, wenn ich alle 2 Tage ein Video bringe? Kommentar jedes zweiten Tages? Zweiter Kommentar der Woche? Oder einfach nur Kommentar? Oder soll ich ihn vielleicht gleich weglassen, weil ich keinen sinnvolleren Namen finde? Wer eine Idee hat, muss sie nicht behalten, sondern darf sie gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Mir fällt da noch eine Idee ein. Ich mache von nun an einfach täglich Videos. Nur damit der Kommentar des Tages auch seine Namensberechtigung hat. Dazu bräuchte ich dann aber so 1-20 Praktikanten, die mich unterstützen würden. Bewerbung bitte auch in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und bevor ihr mich endlich los seid, will ich euch noch kurz die Umfrage aus meinem letzten Video präsentieren. Dieses Video hat ja mal wieder für kontroverse Diskussionen gesorgt. Denn das war ja eins der wenigen meiner Videos, in denen ich auch mal davon abriet, etwas zu kaufen. Hier ging es nämlich um Destiny 2, das mir mit seinem Item-Shop nun auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Genauso wie die anderen Spiele in der Umfrage hier.
Ich wollte nämlich wissen, welche der Spiele mit der neumodischen Echtgeld-Transaktionskrankheit ihr denn jetzt besitzt. Ich bin so froh, dass die meisten nicht eines der Spiele besitzen. 72% mögen die Spiele entweder nicht oder boykottieren diese wegen der fragwürdigen Politik. Und wie nicht anders zu erwarten, steht Destiny 2 auf Platz 2. Liegt wohl auch daran, dass es in dem Video halt um Destiny 2 ging. 76 von knapp 1000 Teilnehmern haben sich sogar Battlefront 2 gegönnt. Und jetzt mal eine Frage an euch, seid ihr denn damit auch noch zufrieden oder würdet ihr es am liebsten wieder zurückgeben? Und wer nach diesem Video noch ein bisschen Energie übrig hat, darf seinen Mauszeiger nun auf den Abo- und Like-Button gleiten lassen und danach abdrücken. Keine Sorge, niemand wird verletzt, versprochen. Ich danke fürs Zuschauen, bis dann.